Respekt. Ja, ich bin auch noch ganz ergriffen. Ich weiß gar nicht richtig, was ich sagen soll. Ja, Carlo, ey. Ich musste drücken, weil deine Stimme einfach so speziell und besonders ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Wo kommst du denn her, Carlo? Aus München. Aus München. Und hast du noch andere Hobbys außer Singen oder Musik? Ja, ich fahre gern Ski und ich spiele auf jeden Fall sehr gern Cello. Du hast, glaube ich, auch so eine, kommt das vom Cello, so ein Hang zur Klassik? Nein, ich singe im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper. Ah, sensationell. Das hört man. Okay. Total. Mich würde das auch mal interessieren, wie du diesen Pathos und diese Leidenschaft auch auf etwas poppigere, vielleicht aktuellere Songs übertragen könntest. Also ich hätte jetzt noch Nothing Else Matters. Oh, das würde ich sehr gerne mal hören. Ja! Boah! Ist das so gut, oder was? Ja, das singt ja schon ziemlich gut. Carlo wollen alle drei Coaches in ihrem Team. Doch bevor er sich entscheidet, gibt's eine Zugabe. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. Absolute Gänsehautstimme. Kann Lena nun endlich auch ein Talent für ihr Team gewinnen? Sensationell. Wirklich. Ganz großes Kino. Dass du Metallica singst, finde ich sensationell. Das war ein ganz großer Moment in dieser Show. Ich möchte dich bitten, in mein Team zu kommen. Es wäre für mich eine große Ehre, dich in meinem Team zu haben. Ich habe jemanden wie dich noch nie gesehen, gehört, gefühlt. Ich finde, du bist ein Ausnahmetalent. Es wäre für mich eine Ehre. Danke. Das ist echt schwer. Also, ich hätte nie gedacht, dass sich alle drei umdrehen. Das macht dich sehr sympathisch.
Darf ich mal eine Frage vielleicht noch stellen, die dir vielleicht helfen kann? Aus welchem Grund wolltest du hier mitmachen? Um Spaß zu haben. Perfekt. Richtig. Wir sind jetzt alle mal 10 Sekunden still und nach 10 Sekunden weißt du ganz genau, wo dich dein Weg hinführt und geh genau dahin. Also die anderen beiden werden dir mit Sicherheit nicht böse sein. Es gibt keine Enttäuschung. Alle drei haben sich umgedreht. Du wirst auf jeden Fall weiter mit dabei sein. Und ja, abgesehen davon bin ich Titelverteidiger. Insofern ist alles gut. Ich weiß jetzt, zu wem ich gehe. Ich gehe zu Henning. Nein! Was ist das denn? Vielen Dank. Was vor 10 Sekunden Stille labern, die ganze Zeit reden und den Typen kassieren. Ich freue mich total. Ich freue mich echt riesig. Das hätte ich echt nie gedacht. Weißt du? Das ist so wie der Elfmeterschütze, der noch mal so tut, als ob er sich den Ball zurechtlegt und dann so ja. Und was von 10 Sekunden Stille erzählen kann. Loser-Drink. Der Henning sitzt einfach nur und labert und keiner weiß was. Der redet einfach nur. Es kommt einfach nur die ganze Zeit was raus. Ich glaube, dass Johannes und Lena immer noch denken, dass sie mit irgendwelchen großmäuligen Sprüchen mich kleinreden können. Aber die Kids merken das sofort. Dann hoffen wir mal, dass du noch jemanden abkriegst, Lena.